Weil was gewinnst du? Das Spiel hast du besiegt? Ne, dann nehme ich das Spielhaus in die Donau und hab's auch besiegt. Ja, aber dann, deswegen mache ich auch dieses Video, dass ich der Großteil dieser Community sage, sie sind Trotteln. Punkt. Mir geht's am Arsch. Jedes Spiel, das rauskommt und das einen Ingame-Shop hat, ist automatisch Pay-to-Win. Also die Leute, ich rede jetzt nicht von den Spielen, dass die Spiele schlecht sind, weil sie einen Shop haben oder so. Das interessiert mich das Thema gar nicht. Mich interessiert einfach nur das Thema, wie ich Pay-to-Win verstehe. Und dass einfach viel zu viele Leute sofort Pay-to-Win schreien. Das ist so wie viel zu viele Leute schreien, das ist ein Schaß. Immer nur das sagen, aber nie was Positives. Und ich finde halt die Definition von Pay-to-Win, in meinen Augen, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht, weil sobald ein Shop da ist, der ein bisschen mehr hat, ein bisschen so wie sagt man, Pay for Comfort würde ich es nennen, oder? Meine Einstellung dazu ist einfach ganz simpel. Für mich ist es dann Pay-to-Win, wenn entweder im PvP du dir was kaufen kannst und dadurch besser bist als alle anderen, und zwar schnell, und dadurch ownst du halt ein halbes Jahr. Du wirst gezwungen, wenn du PvP machen möchtest, dass du das kaufst, dann ist Pay-to-Win, ganz klar. Beim PvE aber ist es ganz klar, diese massiv Multiplayer-Online-Rollenspiele, Spiele wie Diablo, Spiele wie das hier, MMOs und eben Hack'n'Slays, leben ja davon, dass du ewig das Spiel spielst und grindest, wie auch in WoW. Wenn du also jeweilige Bosse, Endbosse, Endraids und so weiter machen kannst und dann auch besiegen kannst, wenn du Zeit reinsteckst, es aber einen Shop gibt, der dir ermöglicht, dass du schneller das Gear kriegst und den Boss auch besiegen kannst, dann finde ich es nicht Pay to Win. Außer es ist so angelegt, dass du eine Unmenge an Zeit reinstecken musst, die einfach unmöglich ist, wie keine Ahnung, du musst 4 Jahre an etwas grinden, damit du dann diesen einen Boss schlägst. Ja, das ist halt lächerlich, ja. Also keine Ahnung, also 100 Spieltage ingeben, das ist lächerlich, ja. Das ist einfach verrückt. Aber wenn es sich in einen Rahmen hält, dass du quasi das Spiel spielen kannst, die Bosse legen kannst, das Equipment bekommst durchs Spielen, ohne etwas zu zahlen, in einem vernünftigen Rahmen, der dies nicht unmöglich macht oder halt zeitlich unmöglich macht, das zu machen, dann ist es ein klassisches MMO einfach. Weil du grindest, das war ja, ist ja in WoW auch so, überall so, du musst das Gear grinden, ist ja wurscht, dann ist es nicht Pay to Win. Auch wenn du die Möglichkeit hast, sofort diesen Endboss zu legen, weil wenn du im PvE den Endboss legst, ja, so what? Bravo. Bravo. Und wenn da rauskommt, er legt nach dem zweiten Tag, weil er sich das Gear erkaufen konnte, dann wird ihm keiner applaudieren. Dann wird jeder sagen, du Trottel, das Geld ausgeben, ja, viel Spaß damit. Aber Punkt. Es ist nicht Pay-to-Win für mich. Dann ist es Pay for Comfort, wie zum Beispiel die Aura, wie zum Beispiel, ich erleichter mir etwas Sachen. Also zum Erleichtern, das ist für mich nicht Pay-to-Win. Außer, wie gesagt, wenn es unmöglich ist und du zahlen musst, damit du das Gear kriegst, dann ist es Pay-to-Win, logischerweise. Und eigentlich vor allem im PvP. FIFA Ultimate Team, klassisch Pay to Win. Warum? Weil du im Endeffekt dir einen Vorteil im Spiel erkaufst, in recht schneller Zeit, wenn du genügend Geld reinsteckst und Glück hast. Ja, natürlich kann man jetzt daherkommen, wenn der Weltmeister mit einem scheiß Team spielt, dann wird er dich trotzdem besiegen, den 0815-Spieler. Ja, ey. Ich gehe jetzt aber immer vom gleichen Level aus. Ein Spieler mit Skill, also sagen wir mal, 100 ist der höchste Skill, den man haben kann als Mensch. Dann hat der Spieler A 100, der Spieler B 100. Der eine spielt mit einem Scheiß-Team um 0 Euro, wo er noch nichts ausgeben hat. Und der andere spielt mit einem Team und hat 10.000 Euro ausgeben und hat deswegen dann den Ronaldo und was weiß ich. Dann wird der mit dem Team, das bessere Spieler hat, weil das per se so ist, einfach den anderen besiegen. Punkt. Und das ist Pay-to-Win. Solange du ein Spiel spielen kannst und das Endgame bestreiten kannst, ohne Geld auszugeben, in einer vernünftigen Zeit, die kann auch ein Jahr sein, die Spanne, dann ist es nicht Pay to Win. Punkt. Außer im PvP. Wenn du dir da einen Vorteil erkaufen kannst, dann ist es einfach Pay to Win, logischerweise. Bei PvE gibt es doch keinen Sieger. Weil doch jeder weiß, dass derjenige sich den Sieg quasi unter Anführungszeichen erkauft hat, der eigentlich kein Sieg ist. Es ist PvE. Weil ich finde es einfach ein Bullshit, dass alles irgendwie es ist ja schon alles Pay to Win. Du brauchst ja nur einen Shop haben, wo du eine. Es müsste hier nur die Kristallaura drinnen sein. Würden die Leute schon schreien? Pay to Win. Das sind dann wahrscheinlich die Leute, die auf Steam nach 0,2 Stunden ein Spiel sagen, das ist Arsch. Nicht schreiben, warum sie es Arsch finden, einfach nur das Arsch. Das sind die Leute, die auf Amazon eine Rezension schreiben, Produkt 1 Stern, weil es ist nicht angekommen. Verstehst, hat mit dem Produkt nichts zu tun, nur mit der Lieferung. Aber Hauptsache Daumen nach unten.
Und da bin ich auch, wie gesagt, nicht auf Asmons Gold-Seite. Asmon Gold, Lost Ark ist pay to win. Ich bin einfach voll nicht, ich bin dieser Meinung nicht. Wo ist das Problem? Und im PvE Erster sein, ja, so what? Wahnsinn, bravo. Erster mit Geld. Wird ihn keiner zu applaudieren. Wird es keine Challenge geben. Gewinnst du das Spiel, dass du schneller fertig bist? Gewinnst du in Elden Ring, wenn es einen Ingame-Shop geben würde, der dich instant zum Endboss teleportiert und den Endboss tötet und dann ist es pay to win? Finde ich nicht. Das ist einfach pay to throttle. Pay for Idiot sein. Pay for ein Spiel nicht spielen. Wie mal, ich hab's mal, oder hast du es mal so genannt oder ich? Pay to skip ist das einfach. Pay to skip. Das ist aber nicht pay to win, weil was gewinnst du? Das Spiel hast du besiegt. Druck's mal das Rolling aus. Haus in die Donau und hab's auch besiegt, das Spiel. Yeah, pay to win. Also, da habe ich ja das Spiel nicht gespielt. Das ist halt nicht pay to win für mich.